erzählen, was er eigentlich bei den zahlreichen Obduktionen schon mal so allgemein auch festgestellt hat, welche Befunde er da vorgefunden hat. In Hamburg sind wir einen besonderen Weg gegangen, indem wir von Anfang an gesagt haben, wir wollen die Toten nicht nur registrieren. Das ist ja ein sehr stark vereinfachtes Verfahren, wenn man feststellt, SARS-CoV-2 positiv und tot bedeutet Corona-Sterbefall. Meine Überzeugung und die unseres Teams in der Rechtsmedizin war immer, wir wollen trotzdem im Einzelfall wissen, wie es zum Todesfall, zum tödlichen Verlauf gekommen ist. Wir haben jetzt 190 Fälle untersucht. Die haben wir nach wie vor überwiegend obduziert. Das findet aber nicht mehr in allen Fällen statt. Wir haben in Bezug auf die Infektionen in Hamburg eine Letalität, wenn man das vereinfacht rechnet, die Anzahl der Toten im Hinblick auf die Infektionen von 3,5%. Da wir nicht genau wissen, wie viele infiziert sind, ohne zu erkranken oder ohne zu Professor Kluge zu kommen, sage ich im Augenblick immer sehr vorsichtig eingeschätzt, die Letalität der Erkrankung ist sicher unter 2%. Je nach Anzahl der Infektionen, die wir nicht kennen, ist sie aber auch möglicherweise noch deutlich geringer. Und es gibt ja diverse andere Zahlen, die da kursieren, die dann eben deutlich unter 1% sind. Da kommt es aber immer sehr darauf an, wie genau man eben getestet hat, um tatsächlich hier eine genaue Zahl anzugeben. Zum Teil liegt das auch an unserer guten Medizin in Deutschland, das muss man sicherlich sagen, dass wir vergleichsweise vermutlich wenig Tote haben und das medizinische Versorgungssystem funktioniert eben sehr gut. Wir haben zunächst einmal immer festgestellt, dass todesursächlich Infektionen der Atemwege und der Lunge letztlich waren, wobei das nicht alleine an der Virusinfektion liegt, sondern auch an bakteriellen Superinfektionen, auch an Vorkrankheiten der Lunge, an Beatmung. Also es ist ein für den Pathologen und Rechtsmediziner sehr buntes Bild an Lungenveränderungen, nicht klassisch nur allein eine Viruspneumonie. Wir haben dann den Befall anderer Organsysteme natürlich auch untersucht und dazu uns Rückendeckung geholt von den entsprechenden Spezialisten. Herr Sperrhake wird ja gleich berichten über Veränderungen im Bereich des Blutgerinnungssystems beziehungsweise im Zusammenhang mit Thrombosen und Embolien. Wir haben aber zum Beispiel auch den Befall des Herzmuskels überprüft und nachgewiesen, dass es tatsächlich dort ebenfalls entzündliche Veränderungen gibt, weniger häufig und weniger bedrohlich als in der Lunge, aber da gibt es im Bereich aller Organsysteme weiterhin viele Details zu erforschen. Konzentriert hat sich das UKE, weil wir hier diesbezüglich auch besonders aktive Forscher haben, dann auch auf das System der Niere, also das Ausscheidungssystem, die Erfahrungen der Intensivmediziner zeigen uns, dass relativ viele von diesen Patienten auf der Intensivstation zum Beispiel auch dialysiert werden müssen. Dementsprechend ist tatsächlich im Bereich der Niere auch ein Virusnachweis erfolgt und auch eine Nierenschädigung gezeigt worden. Es gibt auch umfangreiche Untersuchungen bereits zum Nervensystem, vor allen Dingen zentralen Nervensystem, zum Gehirn. Dort findet man unspezifische entzündliche Veränderungen, bei denen wir zurzeit davon ausgehen, dass die in Bezug auf eine Langzeitprognose keine bedrohliche
Bedeutung haben. Und insgesamt sind wir jetzt dabei, mit den entsprechenden Fachgebieten im Prinzip jedes Organsystem, das ist das Prinzip, worum es geht, abzuprüfen. Ich will Ihnen nur ein System nennen, an das man nicht sofort denkt, aber das Virus wird auch nachgewiesen, zum Beispiel im Auge, und daraus entstehen dann Fragen, ob im Zusammenhang mit dem Virus und vielleicht auch Gefäßveränderungen am Augenhintergrund dann negative Folgen entstehen können. Auch dazu sind die Untersuchungen überhaupt noch nicht abgeschlossen. Wir sind in vielen Bereichen tatsächlich am Anfang dieser speziellen Untersuchungen. Jedenfalls gibt es keine besonders bedrohlichen Zeichen. Wir haben dann auch noch weitere Spezialaspekte überprüft, zum Beispiel etwas als negativer Auswuchs, worüber auch diskutiert wird, worüber es aber auch wirklich bisher keine konsequenten Zahlen gibt, also die Frage, ob es vermehrt Suizide gibt in dieser Zeit und ob als Suizidmotiv zum Beispiel auch die Infektionen dann genannt wird oder die Gesamtlage. Das sind Einzelfälle, statistische Aussagen dazu sind überhaupt nicht möglich. Wir haben auch Einzelfälle, bei denen wir sagen, letztlich ist die Person nur gestorben, weil sie aus Angst vor Corona nicht ins Krankenhaus gegangen ist und, oder nicht zum Hausarzt gegangen ist, sondern stattdessen mit Brustschmerzen zu Hause geblieben ist. Auch da sind sehr konsequente Aussagen, statistische Dinge zurzeit nicht sachkundig festzustellen. Aber alle diese Phänomene sind vorhanden und bedürfen sicherlich zukünftig einer stärkeren Beachtung und werden dann auch mehr in den Mittelpunkt rücken. Aus meiner Sicht dann noch die Bitte, vielleicht die Statistik mal andersherum zu lesen. Zurzeit geht das immer hoch, weil wir immer mehr Todesfälle haben. Ja? Also wir haben dann irgendwann mal angefangen mit 10 und dann mit 100 und jetzt sind wir bei 190. Ich plädiere ausdrücklich dafür, das anders zu sehen und zu sagen, wir sind eindeutig auf dem absteigenden Schenkel einer relativ breiten Welle von Todesfällen und wir haben jetzt verglichen mit den letzten Wochen weniger Todesfälle. Also nicht immer mehr, 100, 200, 300, 4000, sondern im Augenblick ist die Situation so, dass wir in Bezug auf die Todesfälle jedenfalls sagen können, die Entwicklung ist positiv, wir haben weniger. Und nochmal auch in Bezug auf das Thema Krank, Tod, Vorkrankheiten, ausdrücklich der Hinweis, die Tatsache, dass wir auf Krankheiten, Vorkrankheiten hinweisen, bedeutet keineswegs dafür, dass das da eine Ausgrenzung ist, sondern andersherum, dass wir sagen, wir müssen das vermehrt beachten und den Leuten helfen. Wir finden auch Konzepte tatsächlich, um diese besonderen Risikogruppen zu unterstützen. Wir finden therapeutische Ansätze, dadurch, dass wir von den Toten lernen, um diese Situation auch in Risikogruppen tatsächlich zu verbessern. Ja, und letztlich ist das, was wir hauptsächlich von den Toten tatsächlich lernen, so bedrohlich, dass so Schreckensszenarien wie aus Italien mit Abtransport von vielen Verstorbenen in den Mittelpunkt gestellt werden, so bedrohlich ist es nie gewesen, auch nicht ansatzweise hier in Deutschland. Die Situation, speziell hier in Norddeutschland, ist ganz anders. Und es besteht die Gefahr, dass wir uns durch solche Bilder viel zu sehr beeinflussen lassen. Inwiefern hätten die Patienten ohne die Covid-19-Infektion überlebt? Das ist immer wieder eine Frage, die häufig gestellt wird. Ja, gerne. Ich glaube, dass man die Frage nicht beantworten kann. Natürlich waren da Patienten dabei in einem
palliativen Setting. Das heißt, da ging es wirklich nur noch um begleitetes Sterben. Solche Patienten sind ja auch betroffen gewesen. Aber das war nur ein Teil davon. Andere waren schon sehr alt und hatten schwere Vorerkrankungen, zum Beispiel enorme Herzvergrößerungen, Verengung der Herzkranzgefäße, was die Sauerstoffversorgung im Herzen beeinträchtigt und so weiter und so fort. Aber solche Patienten leben ja auch manchmal noch erstaunlich lang weiter. Wir wissen das ja nicht. Genauso wenig, wie man einem Krebskranken sagen kann, der wird in 2 Wochen sterben, kann man jetzt rückblickend sagen, der hätte noch 2 oder 4 oder 6 Wochen gelebt oder vielleicht sogar noch länger. Das ist also sehr schwierig. Und es gibt auch einen vergleichsweise kleinen Anteil von Patienten, die noch recht jung waren und wenig Begleiterkrankungen hatten. Sieht man mal von Übergewicht und etwas vergrößerten Herzen ab. Auch die sind dabei. Das sind nicht besonders viele, das muss man sagen. Aber wir bekommen auch mehr und mehr Rückmeldungen von Angehörigen, die aus den Pressemitteilungen entnehmen, naja, das waren ja alles moribunde Patienten und die wären sowieso alle gestorben. Das mag für einen gewissen Anteil zutreffen, aber für manche nicht. Und da beschweren sich regelrecht die Angehörigen, die sagen, nein, das stimmt nicht. Meine Frau stand noch mitten im Leben und die wusste eigentlich gar nichts von ihren Vorerkrankungen. Ich kann nicht sagen, wie lange sie noch gelebt hätte ohne das Virus. Ich würde es auch noch mal sehr persönlich sagen. Im Grunde tut es mir fast ein bisschen leid, so darüber zu sprechen. Also nehmen Sie nur die ersten Beispiele, die in Hamburg gestorben sind. Es geht um Persönlichkeitsrechte, Schweigepflicht, aber immerhin, da sind dann Manager dabei oder aktive Feuerwehrleute, die natürlich sagen, was fällt denn dem Püschel ein, zu sagen, ich war dem Tod geweiht oder so etwas. Wir haben natürlich dann bei diesen Menschen Erkrankungen festgestellt, die es vorher gar nicht wussten. Wir haben in einem Fall das Hauptproblem, deswegen reden wir ja auch darüber, der hat eine Lungenembolie erlitten in einem relativ frühen Stadium der Krankheit. Ja, das hätte man durch eine entsprechende Therapie verhindern können. Und dazu sage ich dann auch immer wieder, da ist Quarantäne genau das Falsche, wenn er zu Hause auf der Couch sitzt, sondern dann muss man rausgehen, viel laufen. Es gibt inzwischen ganz gute Daten darüber, dass aktive Sportler die Krankheit deutlich besser überstehen. Ja? Und das sind dann Situationen, wenn ich sage, Alter ist ein Risikofaktor und Krankheit ist ein Risikofaktor. Erstens will ich diese Personen damit nicht geringschätzen. Natürlich hat jeder Mensch ein Recht, dass man ihm so lange hilft, wie das möglich ist. Und natürlich sind Einzelne darunter, die auch jünger sind. Wir haben jetzt 2 unter 50, aber beide schwer krebskrank. Ja. Also prinzipiell bleibt diese Aussage jetzt im positiven Sinne, es gibt Risikogruppen. Die Risikogruppen muss man speziell schützen, soweit die das wollen. Ja, und da ist ja jetzt auch eine durchaus veränderte Einstellung. Die Frage geht gar nicht direkt, aber ich sage ja auch bei Alten und Kranken muss man soziale Aspekte berücksichtigen und man muss sich sehr genau überlegen, wie weit man die Menschen isoliert, um sie zu schützen. Ja, das ist ja eine Diskussion für sich und wie man es auch mit Kranken macht, ja, mit chronisch Kranken. Ob die alle isoliert werden wollen, das kann ich mir nicht vorstellen. Ja, und diese Diskussionen muss man führen und die müssen natürlich auch selber entscheiden, wie sie sich dann verhalten wollen. Ja, Herr Professor Püschel, Sie sagten es eben gerade und auch Ihr Kollege sagte das, Herr Sperrhake, dass im Grunde genommen das vielleicht auch falsch rübergekommen ist in der Öffentlichkeit, zu sagen, die sterben ja sowieso alle. Aber Sie werden ja immer wieder zitiert, Sie wurden mehrfach zitiert in Zeitungen, in den Medien mit Sachen, ist alles nicht so schlimm, das ist ein ganz normales Virus. Hat das Ganze insgesamt einen ganz falschen Zungenschlag bekommen in der öffentlichen Diskussion? War das so nie gemeint? War das nicht die Aussage, die Sie da eigentlich mit verbinden wollten? Naja, diejenigen, die meine Aussagen öfter gehört haben, haben eigentlich gesehen, ich versuche darauf hinzuwirken, dass wir nicht so viel Angst haben davor. Darum geht es. Und Angst essen Seele auf, man verliert die Haltung. Und es ist eben ein falscher Eindruck, wenn man denkt, jeder von uns ist ständig überall durch dieses Virus bedroht. Es sind einzelne Risikogruppen, die haben ein besonderes Risiko.
das ist so, aber nehmen wir dieses Beispiel Kinder. Wir haben eben kein Kind dabei. Und wenn dann medial berichtet wird von einem 12-Jährigen in Frankreich und einer 16-Jährigen in Belgien oder auch so einzelne negative Berichte sind, wo es dann heißt, da ist ein aktiver Sportler erkrankt gewesen und der hat jetzt eine chronische Lungenerkrankung, dann sind das nach meiner Einschätzung Wissensstand jetzt, dass das Einzelfälle sind und überwiegend versuche ich zu erreichen, dass die Menschen eben ruhiger werden und sagen, eigentlich haben wir ganz viele andere Epidemien, Pandemien schon durchgemacht. Ich will das jetzt, das ist langweilig, ehrlich gesagt, das immer wieder zu vergleichen und zu sagen, wie ist das bei Grippe gewesen oder wie ist das bei anderen Erkrankungswesen gewesen, Influenza, Parainfluenza, wir haben auch schon mehrere Corona Epidemien, Pandemien gehabt und letztlich ist unser Immunsystem so gut, weil wir immer wieder die Auseinandersetzung haben mit diesen verschiedenen Viren und das beste Heilmittel ist unser Immunsystem da und der Ruf nach immer wieder neuer Medizin oder Impfstoff ist von Angst geprägt und dem versuche ich entgegenzuwirken, indem ich sage, das ist kein Killer-Virus, sondern das ist eine besondere Verlaufsform als Pandemie, wellenartig gekommen, hat einige tatsächlich auch als Tsunami erreicht, nicht uns hier, aber wir müssen jetzt keine Angst haben, dass die Menschheit ausstirbt wegen dieses Coronavirus, ja, und da jetzt den richtigen Zungenschlag zu finden, ja. Ich will beruhigen, ich will Angst nehmen und ich will überhaupt gern ein bisschen überheblich sein gegenüber den risikobehafteten Personen, die Angst haben. Aber meine Lehre, die ich aus den Ergebnissen ziehe, die wir haben, ist, also auch als Risikogruppenzugehörige habe ich keine Angst. Und auch da, wo es Ausbrüche gibt in Altenheimen, werden die meisten gesund, ja. Es entsteht ja der Eindruck, wenn in einem Altenheim, einem Pflegeheim das Virus ist, dass das tatsächlich ausgerottet wird. Das ist falsch. Die meisten auch dort, die den Risikogruppen zugehören, überstehen das. Ja, und das ist so eine Botschaft, habt doch nun ein bisschen Mut, seid nicht so verzagt. Und das nächste speziell, was ich dann auch immer noch wieder sage, dass selbst die Toten ausgegrenzt werden, ja, sozusagen wie Aussätzige oder die Erkrankten ausgegrenzt werden, das geht viel zu weit. Wir sollten uns denen durchaus menschlich nähern und Abstand bedeutet nicht, dass die völlig ausgeschlossen sind in einem Glaskasten oder einer Insel. Es gibt ja nun Berechnungen, die zu dem Ergebnis kommen, dass an Corona Verstorbene im Schnitt ungefähr 10 Lebensjahre, dass ihnen ungefähr 10 Lebensjahre fehlen. Da sind auch Vorerkrankungen mit reingerechnet worden von der University of Glasgow in England und die sagen halt 10 Jahre tatsächlich fehlen im Schnitt. Wie geht das zusammen mit Ihrer Aussage, naja, man wird hinterher gar keine erhöhte Sterblichkeit feststellen? Also das Erste, was ich sagen würde, ist eine Studie. Wir werden das an unseren eigenen Versuchen nachzuvollziehen, soweit wie das möglich ist. Und dann käme so eine Überlegung natürlich trotzdem zu sagen, was hat das für eine Bedeutung? Jedes Lebensjahr zählt, gar keine Frage wieder. Aber warum fragen wir uns das nur im Zusammenhang mit Corona und warum fragen wir uns das nicht im Zusammenhang mit anderen Dingen, die hier genannt werden, ohne dass ich das so besonders mit Übergewicht oder mit Rauchen, ja, alle diese Faktoren, da gibt es auch Berechnungen dafür. Alkohol, ja, wie viele Jahre das stiehlt und darüber redet dann jetzt keiner mehr und dann wird eine Studie zitiert, wo man sagt 10 Jahre, was ich noch bezweifle. Ich denke, das ist deutlich weniger. Ich habe ja gesagt, bei sehr vielen, hat der Sperker auch noch mal gesagt, ist es dann tatsächlich so, dass die doch sehr krank sind und von der Aussicht her nach meiner Einschätzung deutlich weniger als 10 Jahre haben. Ich habe da viele Briefe auch dazu bekommen und bin dann persönlich betroffen, wenn mir das gesagt wird, ja, mein Ehemann ist krebskrank und der hätte aber doch vielleicht noch einige Jahre zu leben und jetzt ist er durch Corona gestorben, dann muss ich auch sagen, so ähnlich wie da, erstmal herzliches Beileid, ja, ist ja klar.
Aber dafür alle Kinder einsperren, das kann nicht der richtige Weg sein. Ja, oder das Land stillstellen auch nicht. Wir müssen diese Gruppen schützen, so gut wie es geht. Das haben wir jetzt erkannt. Und versuchen, dass es weniger sind als 10 Jahre. Aber wir können ja nicht den gesamten Rest verordnen, für diese 10 Jahre ganz alleine nur noch zu kämpfen. Sie sind wahrscheinlich der Pathologe, der die meiste Erfahrung mit dem Virus vielleicht sogar weltweit hat, mit 190 Obduktionen. Es bleibt aber immer eigenartig unscharf, was eigentlich wirklich die Lehre ist, was Sie wirklich herausgefunden haben bei diesen Obduktionen und ob wirklich da die Schlussfolgerung, die Sie dann ziehen, ja, wir können eigentlich wieder aufmachen und wir können uns alle wieder treffen, ob das sozusagen das ist, was daraus geschlossen werden kann. Was können Sie als Pathologe genau sehen bei denjenigen, die da gestorben sind? Ja, da frage ich mich dann jetzt, wie, das haben wir versucht, alle darzustellen. Also der Kliniker hat gesagt, er hat die und die Lehren aus den Befunden gezogen. Herr Sperker hat die Details dargestellt zu Thrombosen, Embolien und Lunge. Und ich versuche Ihnen auch noch klarzumachen, wir finden an den anderen Organen was. Und dann habe ich auch noch den Gesamtschluss gezogen und habe gesagt, also für mich ist die Schlussfolgerung, das ist kein Killer-Virus und die Letalitätsrate ist sehr gering, viel geringer als bei ganz vielen anderen Krankheiten, sodass das letztliche Ergebnis genau das ist, was von mir nach wie vor kommt. Ihr müsst nicht verzagt sein, Angst, Essen, Seele auf, vergesst, dass unsere Politiker am Anfang gesprochen haben vom Krieg. Das ist kein, wir sind nicht im Krieg. Das sind richtige Entscheidungen getroffen worden, das sage ich immer. Aber dieses Virus ist ein Virus wie andere, das ist meine Schlussfolgerung. Und wir sollten versuchen, mit Abstand normal damit umzugehen. In welchen Vorerkrankungen litten die Verstorbenen? Gab es auch untypische medizinische Ausreißer? Und welche Erkrankungen sind jetzt nach Ihren Erkenntnissen die größten Risikofaktoren für einen schweren oder tödlichen Verlauf von Covid-19? Also in absteigender Reihenfolge haben wir am häufigsten Erkrankungen von Herz und Gefäßen gefunden, gefolgt von Lungenerkrankungen, zentralnervösen Erkrankungen. Ich hatte schon Beispiele genannt, Morbus Parkinson haben wir einige Patienten dabei gehabt und Demenzen, wobei das natürlich Erkrankungen sind, die einfach auch in dem Alter häufig vorkommen. Nierenerkrankungen und metabolische Erkrankungen, worunter man dann auch Zuckerkrankheit und Übergewicht fassen kann. Das sind die häufigsten Begleiterkrankungen. Und Krebs. Und Krebs, ja, aber das kommt dann noch dahinter, ja. Woran sind die untersuchten Patienten am Ende wirklich gestorben? Wie alt war der oder die jüngste Patientin? Die allermeisten sind an virusbedingten Lungenentzündungen gestorben, einige auch an bakteriellen Entzündungen, die sich da oben drauf gesetzt haben auf die Viruserkrankungen. Wir hatten schon erwähnt, ein gewisser Teil auch an Lungenembolien, die aber wahrscheinlich mit der Viruserkrankung im Zusammenhang stehen, und ein wirklich kleiner Teil an ganz anderen virusunabhängigen Todesursachen. Die gab es auch in der großen Kohorte, nicht in der kleinen Gruppe, die wir in der Publikation vorgestellt haben. Bei den 12 waren es sämtlich Lungenerkrankungen. Und der Älteste, Jüngste hatten wir auch schon gesagt, der Jüngste war bisher 31. Ich glaube, dass wir jetzt noch einen jüngeren Patienten haben, das ist aber sehr aktuell. Und der Älteste, den 98. Den Befall der anderen Organe habe ich vorhin hingewiesen. Und die Botschaft ist ganz allgemein, das Virus ist überall im Körper. Ja, das hängt auch mit der Eigenschaft dieses Virus zusammen, wie es in die Zellen eindringt. Und offensichtlich besonders gefährlich das Einnisten festsetzen in der Lunge, und die anderen Organe werden sicherlich verstärkt in die Aufmerksamkeit rücken in nächster Zeit, je genauer wir das untersuchen. Ja? Also man muss natürlich auch an die Folgen am Herzen denken, das weiß man auch von anderen Virusinfektionen, dass die sich dann unterschiedlich ausbilden, und speziell dieses Thema Niere wird in Zukunft sicherlich stärker berücksichtigt werden. Also die Frage kann sie jetzt jede Woche neu stellen. Ja, das ist jetzt so ein bisschen Spekulation.
Ich bin einfach davon überzeugt, dass die zweite Welle durch die Maßnahmen, die getroffen worden sind und einsichtiges Verhalten unterbleiben wird und dadurch, dass jetzt der Sommer kommt. Dass sich diese Ausbildung von Gerinnseln nicht nur in den großen Blutadern abspielt, sondern auch in den allerkleinsten, also in der sogenannten terminalen Strombahn. Und wahrscheinlich ist das für den Verlauf der Erkrankung in den Organen durchaus relevant, wenn nicht nur die großen Gerinnsel, die sich dann ablösen, zu Lungenembolien führen, sondern wenn im Bereich der Mikrozirkulation auch Gerinnsel entstehen, die dann im Bereich der Mikrozirkulation zu Zellschäden führen, zu Problemen dann beim Sauerstoffaustausch. Man hat ja jetzt erste Hinweise darauf, dass das damit zusammenhängt, dass die Innenhaut der Blutgefäße auch befallen ist durch das Virus und dass diese Thromboseneigung im Bereich der Mikrozirkulation vermutlich befördert. Dazu wird es in nächster Zeit sicherlich auch eine Reihe von Arbeiten geben. Das ist so das Stichwort im medizinischen Fachausdruck Endothelitis, also die entzündliche Veränderung im Bereich der Gefäßinnenhäute, die dieses Phänomen, was für den Verlauf der Krankheit sehr wichtig sein kann, beinhalten. Und da werden sich dann eben auch die Kliniker Gedanken darüber machen, wie weit die Gabe von Heparin gerade auch im Bereich der Mikrozirkulation dann positive Auswirkungen hat.